Das letzte Mal bei Alien. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ich wusste es. So, erstmal gespeichert. Davon laufen wieder welche. External Communications nach links und No Access nach rechts. Da gucke ich doch hier erstmal. Immer erst dahin, wo es verboten ist. Ich muss das Ding hacken. Echt jetzt? Und das Facebook F. Das sieht wirklich ein bisschen so aus wie so ein Pixel Facebook F. Aber wenn ich das hacken musste, kann man hier bestimmt irgendwas ganz Besonderes machen. Torrance hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Da hat es gerade schon wieder an der Tür gebimmelt. Entschuldigung dafür nochmal. Ich lasse das jetzt nochmal abspielen hier. Was zur Hölle war das? Sevastopol! Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie! Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. So, und hier das letzte noch. Colonial Marshall auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Okay. Das waren also die Funksprüche zwischen unserem Schiff und der Station. Externe Kommunikation. Und hier haben wir die externe Kommunikationslink gefunden. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. So, dann können wir hier nochmal an die Neuverkabelung. Oh, Kamerafeed direkt mal ausmachen. Ah. Ah, es gab aber keinen zweiten Raum. Mehr müssen wir jetzt hier eh nicht machen. Ich kriege jetzt mal hier durch. Oh, runterklettern. Wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir hier unten. Okay, rechts rum soll ich. Hier ist erst noch eine Truhe. So eine kleine Kistche. Aber ich bin schon voll. Was war das? Schrott? Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die gut oder böse sind. Aber ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht herausfinden. Ich glaube, ich muss einfach mal hier lang gehen. Ah, da vorne ist ein Android. Okay, wenigstens ist dieses Bewegungsmelderteil sehr leicht zu lesen. Ist das nicht wieder der Typ von unserer Welt? Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Hallo? Ich habe mir eben extra noch gemerkt, dass es nichts mit James war. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort.
Ich wette, ich muss genau da rein. Ah, ich kann mich hier drunter einfach verstecken. Da ist zu. Hm. Hat er mich gesehen? Oh, fuck. Es scheint so. Okay, der Android geht weg. Jetzt wollen wir doch mal ganz schnell gucken, was er da gemacht hat. Der hat irgendwie die Kommunikation ausgestellt. Kann ich hier jetzt überhaupt was machen? Hä? Tasten bewegen, wenn die Schaltkreise aktiv sind. Hä? Ah, ich hab's gecheckt, okay. Nö. Ah, okay. Links daneben war so eine Anzeige, welche Taste man drücken muss. Nach links, nach rechts aus bestätigen Sie mit Eingabe. Was soll ich denn bestätigen? Ach so. Da unten. Gesperrt. Was soll ich jetzt hier machen? Bestätige mit Eingabe wieder. Okay, Notfallüberbrückung. Oh, Katzen! Samuels, Sie leben! Ripley hier! Ripley, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab's geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Valaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Seekson-Mitarbeiter. Wir kümmern uns umgehend um Sie. Scheiße. Jetzt ist hier der Alarm angegangen. Oh, und da kommt einer. Oh, ich kann hier drunter kriechen. Da kommen zwei sogar direkt. Warum direkt zwei? Wieso immer mit zwei auf einen? Oh, die kommen echt extrem nah. Ach du Scheiße. Bitte sagt mir, dass ihr mich nicht gesehen habt. Alter, wie der hier gerade auf einmal vorbeigesprintet ist. Suche wird abgebrochen. Das heißt, die gehen jetzt wieder weg, oder? Ja, die sind jetzt wieder draußen. Jetzt müsste der zweite noch vorbeikommen. Dann sind wir ready to rumble. Ich hatte hier vorne noch einen Raum gesehen, da. Und da ist eine Safe Station.
Erstmal speichern. Im Moment, erstmal ein EMP hier mitnehmen. Und jetzt speichern. Höre ich da gerade irgendwie so ein Sabbertropfen im Hintergrund? Ne, ich kann aber hier wieder dran gehen. Kamerafeed aus. Alarmsystem aus. Türzugriff geben. Kamerafeed aus. Türzugriff geben. Ja. Müsste jetzt nicht der Alarm ausgehen? Kriechen wir mal hier schnell durch. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Okay, wir müssen wieder zurück. Aber müssen wir nach oben oder nach unten? Blub. Die da einfach runterdroppt. Vielleicht kann ich ja hier den Alarm ausmachen. Hallo? Hallo, Alarm? Nee, das ist wieder genau das gleiche. Kann ich hier dran den Alarm ausmachen? Nicht gestattet, nicht gestattet. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Abkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Hä? Warte, ich muss doch in die Richtung hier wieder. Unterbrechung aktiviert. Bereithalten. Hier bin ich, glaube ich, durchgekommen. Ich guck mal kurz. Was sind das schon wieder für Geräusche? War nur irgendeine Tür. Ah, ich wollte gerade sagen, man hat doch da gerade ganz kurz einen gesehen. Und da ist noch irgendwas. Wo muss ich lang? Ich muss hier geradeaus rüber. Okay, der steht da oben. Dann sollten wir ja eigentlich schnell vorbeikommen. Hat er mich jetzt gerade gesehen? Er meinte irgendwas mit, könnte seine Aufmerksamkeit brauchen. Ah, da steht schon wieder einer. Nein, du siehst mich nicht. Ah, da kommt einer direkt auf mich zu. Nee, er hat mich halt gesehen. Hilfe, Hilfe. Ah, schnell nochmal speichern. Ah, Hilfe, Scheiße, der ist ja direkt neben mir. Aufzug, drück doch, drück doch, drück doch, drück doch. Ja, der ist direkt hinter mir. Nein, der ist wirklich direkt. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, oh. Verdammte Scheiße. Nee, es pausiert ja gar nicht, wenn ich das hier mache. Scheiße, wieso hat der nur eine nachgeladen?
Was ist denn das jetzt schon wieder? Nee, warum? Ich kann ihn nicht fertig machen. Nee, nee, nee. Ach komm, komm, komm. Lass mich doch in Ruhe. Ja, dann muss ich einfach den Spielstand wieder laden. Die Teile sind ja unzerstörbar. Was ist denn da los? Und Alien ist abgestürzt. We get to shut the book. Ripley.